Hallo, liebe Freunde des Breitensports. Wir sind hier in Monte Blanco. Hier ist die Boxengasse und hinter mir steht die brandneue Suzuki GSX-8R. Basis ist die GSX-8S, der Street Fighter, den wir schon kennen. Es gibt natürlich ein paar kleine Änderungen. Am augenfälligsten ist die Vollverkleidung mit diesen jetzt für die neuen Suzukis typischen übereinander angeordneten Scheinwerferlinsen. Wir haben von der Front her so ein bisschen GSX-R-Look mit diesen Lufteinlässen. Wir denken da ein bisschen zurück an die älteren GSX-R-Modelle. Daher kennen wir das. Ansonsten hat sich tatsächlich gar nicht so arg viel getan. Das Fahrwerk ist ein anderes. Sieht man von außen ganz flott daran, dass die Gabel jetzt schwarz eloxiert ist. Der Zulieferer ist nicht mehr beziehungsweise Kayabe, sondern Showa. Von den Federwegen her hat sich aber nichts getan. Ist ein ähnliches Setup. Und dadurch hat sich auch die Geometrie von dem Motorrad insgesamt nicht verändert. Der Rahmen ist auch der gleiche. Der Motor natürlich, dieser prächtige 270-Grad-Twin. An dem ist nichts geändert, weil es auch gar nicht notwendig ist. Auch die Übersetzung ist übrigens die gleiche. Also nicht etwa, wie man vielleicht meinen könnte, für mehr Topspeed länger übersetzt. Nee, bleibt alles gleich. Hält natürlich die Unterschiede in der Fertigung gering, aber passt auch super gut. Dann haben wir hier das Display, das wir aus diversen Suzukis schon kennen. Ein schöner bunter TFT, übersichtlich gestaltet. 7,2 Liter Durchschnittsverbrauch ist jetzt von der Rennstrecke. Das ist im Alltag erheblich weniger. Auf der Landstraße hatten wir so 4,5 bis 4,8. Vermutlich geht's, wenn man nicht so fährt, wie man das auf so Motorradpräsentationen tut, auch mit etwas weniger noch. Dann lässt sich die Traktionskontrolle in 3 Stufen einstellen, beziehungsweise 4, wenn man ganz aus mit als Stufe betrachtet. Und es gibt 3 Fahrmodi. Und die 3 Fahrmodi A, B, C, die bieten alle die gleiche Spitzenleistung, beeinflussen aber, wie harsch das Motorrad ans Gas geht. Wir haben hier so einen hübschen kleinen Stummelauspuff und ein kurzes, knackiges Heck. Bisschen, naja, vielleicht schade, ich weiß nicht, ob schade das richtige Wort ist, aber wer gerne umbaut, hat hier eine Schwierigkeit. Das hier ist das Rücklicht. Das heißt, wenn man den Kennzeichenträger umbauen möchte, dann muss man schon noch ein bisschen mehr basteln. Dafür gibt es pfiffige Detaillösungen. Unter dem Sozo-Sitz zum Beispiel kann man 2 kleine Schlaufen ausklappen, dass man Gepäck mitnehmen kann. Also da haben die Ingenieure durchaus mitgedacht. Ich habe vorhin schon gesagt, die Geometrie hat sich nicht großartig geändert. Federwege sind gleich, Rahmen ist gleich. Aber was sich geändert hat, ist der Lenker. Wir haben jetzt keinen Rohrlenker mehr, sondern einen Stummellenker. Keine, wie bei einem beinharten Supersportler, unter der oberen Gabelbrücke angebrachten Clip-Ons, sondern so eine touristischere Variante. Das ist immer noch etwas niedriger und näher zum Fahrer gerückt, als das bei dem Rohrlenker der GSX-8S der Fall ist. Ist aber trotzdem, ne, wie gesagt, weit weg von Supersportler und Buckelei, sondern wirklich alltags- und auch Touren- und ich würde auch sagen reisetauglich ausgelegt. Rückt den Fahrer aber trotzdem so einen Tick mehr Richtung Vorderrad. Das passt ja dann auch gut zum Sportsgeist. Und die Verkleidung bringt zusätzlich noch mal ein bisschen Gewicht aufs Vorderrad. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ich zeige es euch noch mal im Ganzen. Und alle Details, wie sie fährt und technischen Daten, die lest ihr dann im Heft.